La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minal zalimin. Sagen wir das einmal, damit ihr das lernt und wir das alle zusammen lernen. La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minal zalimin. Was will Abu al-Bara? Er will, dass ihr euch das merkt. Höre diese Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls bei At-Tirmidhi, und Sheikh al-Albani hat sie als sahih klassifiziert. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. Kein Muslim, oder besser gesagt, jeder Muslim, der dieses sagt, La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minal zalimin, sagt dieses, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn von jeder Notsituation befreit, sein Bittgebet erhört. Sein Bittgebet erhört. Möchtet ihr, dass Allah azza wa jalla euer Bittgebet erhört? Vor allen Dingen in Zeiten der Sorgen.